Hallo und herzlich willkommen, liebe Kinder, zum zweiten Video von Montys Bibelgeschichte. Heute erfahrt ihr von Monty, wie es mit Mose weitergeht. Wenn ihr das erste Video mit der Geschichte von Mose verpasst habt, könnt ihr euch das jetzt nochmal anschauen. Aber wie auch beim letzten Video gibt es als erstes immer noch ein kleines Warm-up, um ein bisschen warm zu werden und sich zu bewegen. Und heute werden wir ein paar ganz einfache Liegestütze machen. Also, macht euch bereit für die Liegestütze. Jetzt geht's los. So, dann begebt euch mal wie ich auf den Boden und sucht euch eine gute Position aus, wo ihr genug Platz habt für die Liegestütze. Macht eure beiden Hände auf den Boden. Und beide Knie und beide Füße auf dem Boden, so wie ich. Jetzt werden wir immer eine Liegestützübung machen und dabei zähle ich bis 5. Und wenn wir damit fertig sind, machen wir das gleiche, nur in einer abgeänderten Form. Und insgesamt gibt es dann ein paar Übungen von diesen Liegestütze-Übungen. So, los geht's. Eins, zwei, drei. 4, 5. So, jetzt müsst ihr das gleiche machen, nur das linke Bein heben. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt heben wir das rechte Bein. Wenn ihr durcheinander gekommen seid mit links, rechts, ist nicht schlimm. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt werden wir einmal runtergehen und dann hochgehen und dann klatschen. Und das machen wir auch wieder 5-mal. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Jetzt ganz zum Schluss. Bei der letzten Übung könnt ihr nochmal die richtigen Liegestütze machen. Das heißt, dann sind die Knie nicht auf dem Boden, nur die Füße. Wenn ihr das nicht schafft oder nicht wollt, könnt ihr auch die normalen nochmal machen. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, das war's. Ich hoffe, ihr seid nicht ins Schwitzen gekommen, wie ich ein bisschen. Wie dem auch sei, sucht euch jetzt mal einen guten Platz, um einfach Monty zuzuhören. Der wird nämlich jetzt erzählen, wie es mit Mose weitergeht. Viel Spaß dabei. Hallo Kinder, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich erzähle euch jetzt, wie es mit Mose weitergeht. Mose sah, wie der Pharao sein Volk, die Israeliten, schlecht behandelte. Sie waren seine Sklaven und Mose regte sich darüber auf. Einmal beschützte er einen Juden, als dieser von einem ägyptischen Soldaten bestraft wurde. Daraufhin starb der ägyptische Soldat. Mose hatte Angst, weil die Leute nun wissen, was er gemacht hatte. Daraufhin floh Mose aus Ägypten. Er fand weit entfernt im Land Midian eine Frau, die er heiratete und sogar mit ihr Kinder bekam. Eines Tages dort hütete er die Schafe. Diese gehörten dem Vater seiner Ehefrau. Mose führte die Herde durch die Wüste zum Berg Horeb, wo es genug Gras für die Schafe gab. Plötzlich sah Mose etwas sehr Ungewöhnliches. Ein grüner Busch brannte, aber verbrannte nicht. Wie kann das sein? Dachte sich Mose. Er muss doch mittlerweile Asche sein. Als er die Stimme eines Engels aus dem Dornenbusch hörte, erschrak er. Mose, Mose! Kam es aus dem Busch. Ich bin hier, sagte er. Gott sagte durch den Engel: Zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Grund. Dann zog Mose seine Schuhe aus und ging näher an den Busch, um ihn sich genauer anzugucken. Dann sagte Gott: Ich bin der Gott deines Vaters und der von Abraham, Isaak und Jakob. Ich habe gesehen, wie schlecht die Ägypter mein Volk Israel behandeln und bin gekommen, sie durch dich, Mose, zu retten. Mose hörte Gott zu und war ihm gehorsam.
Denn Gott rief ihn dazu auf, seine Kinder, das Volk Israel, aus der Sklaverei in Ägypten zu führen. Sie sollten durch die Wüste zu dem versprochenen Land, welches Gott ihnen schenken wollte, gehen. Also machte sich Mose wieder auf zurück nach Ägypten. Wow, Mose ist also Gott in einem Dornbusch begegnet. Wahnsinn, dass Gott durch diesen Busch geredet hat und Mose mit ihm sprechen konnte. Die heutige Aktion ist, dass ihr euch selber einen Dornenbusch zu Hause baut und dabei könnt ihr benutzen, was ihr wollt. Ich habe auch mal geguckt und habe auch einen Dornenbusch aus Gegenständen zusammengebaut und zeige ihn euch jetzt mal. So sieht mein Dornbusch aus. Ich habe einfach zwei grüne Pflanzen auf einen Tisch gemacht und zwischen den Pflanzen und den Tisch noch zwei Stühle falsch herum aufgestellt. Und ich denke, es sieht ganz schön aus. Und habe noch eine Lichterkette ran gemacht, dass man so tun kann, als ob der Busch brennt quasi. Manchmal hilft es, wenn man mit Gott redet, also betet, wenn man sich einfach das mal so anschaulich macht, so wie wir jetzt diesen Dornbusch gebaut haben. Vielleicht habt ihr auch eine gute Idee und habt zu Hause irgendwelche Materialien, Gegenstände gefunden, euch einfach in eurem Zimmer einen kleinen Dornbusch gebaut, der brennt mit Lichterketten. Und das kann man einfach benutzen, um sich einfach mal vorzustellen, dass Gott da ist und einfach man mit ihm betet. Deswegen werde ich jetzt einfach ein Gebet sprechen und ihr könnt mitbeten. Und könnt zu Hause auch mal eure eigenen Gebete, wenn ihr welche habt, für eure Familien beten, für euch selber beten, für die Welt beten. Könnt ihr das zu Hause einfach machen. Und ich bete jetzt und dann ist das Video vorbei. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen und jetzt beten wir nochmal zusammen. Himmlischer Gott, danke, dass du Wunder vollbringst und mit uns Menschen sprichst. Danke, dass du uns begegnest und uns etwas sagen möchtest. Helf uns, unsere Ohren zu öffnen für dein Reden. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du bei uns bist und für uns da bist, wenn wir Hilfe brauchen. Wir bitten dich für alle Kinder, denen es schlecht geht, die viele Probleme jetzt durch Corona haben, dass du ihnen hilfst, da wo sie Hilfe brauchen, in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis, in der Einsamkeit. Bitte helf allen, dass sie sich nicht so einsam fühlen. Und segne auch alle Kinder auf der ganzen Welt und auch alle anderen Menschen, die krank sind, die betroffen sind, die viel arbeiten oder die gar nicht mehr arbeiten können. Steh diesen Menschen bei und segne sie. Danke, dass du bei uns bist. Wir wollen dir vertrauen und sagen, du bist gut. Deine Gnade kennt kein Ende. Amen. Und jetzt ist euer Gebet dran. Viel Spaß dabei. Tschüss.